Und willkommen zurück hier wieder in der Uncharted Action im Dschungel. Ach, für die eine Sekunde dieser Lichteffekt, wo du halt in die Sonne geguckt hast, das sah geil aus. Ja, aber die scheiß Bäume stehen im Weg. Ja, weg mit euch. Wie gesagt, genau, ich konnte dann nicht so lange Pause machen. Ah, und jetzt, wo man nochmal den Lichteffekt vielleicht sehen könnte, ist ja alles so grau. Ah, gemeines Spiel. Nö, gemeiner Spieler, weil ich mich hab treffen lassen. Es ist schön, oder? Dass zufälligerweise in diesem offenen Feld hingefallene Säulen liegen, hinter denen man gut Deckung finden kann. Ja, natürlich. Das hast du so oft in dem Spiel, da kommst du irgendwo um die Ecke rum und siehst da schon irgendwelche Dinger, wo du dich hinter verstecken kannst, da weißt du Bescheid. Okay. Weißt du, in Gears of War hat das noch funktioniert, weil das das erste Spiel dieser Art war. Aber ab irgendeinem Punkt wird das unglaubwürdig. Also. Ich weiß das gar nicht mehr, Gears of War, kam das nicht sogar ziemlich zeitgleich hier mit? Das war relativ früh zum 360-Release. Mhm. Ja, das war recht in der Anfangszeit, aber das hat so eine Welle von Spielen losgetreten. Im November 2006 kam das raus, also das kam ein Jahr vorher. Kam praktisch zum Release raus. Und dann wollte jedes Spiel dann auch genau diese Mechanik nutzen und das hat man wirklich eine Zeit lang überall gesehen. War echt krass. Ja, und das ist dann so zum Ende hin so gewechselt, dass jetzt Ego-Shooter im Call of Duty-Stil oder Third-Person-Shooter die Überhand genommen haben. Ja, ja. Halt du, ohne. Du hast entweder Call of Duty oder Gears of War irgendwie lauter Ja, wobei ich diese Deckungsshooter hier, wie jetzt Uncharted auch, eigentlich sehr geil finde. Ich spiele das gerne. Das ist. Liegt. Naja, ich finde, also. Bei Gears of War hat das so gut funktioniert, weil sowohl die Gegner als auch du selbst ziemlich langsam waren. Drake ist agil. Wieso macht er nicht ein paar coolere Dinge, als sich da wie ein Mädchen hinter einer Mauer zu verstecken? Bei Gears of War war das halt so, die sind schwer gepanzert und die Viecher, gegen die du kämpfst, sind auch riesig und so muskulös, dass sie halt nicht rennen können. Und da hat das irgendwie besser zugepasst, finde ich. Also klar, ein Arcade-Shooter hätte das jetzt nicht werden können, das hätte einfach nicht gepasst, aber ich vermisse das manchmal, dass halt Shooter in früheren Zeiten ein Tempo hatten, was halt heutzutage deswegen nicht mehr erreicht wird. Also spiel mal heute das erste Doom und dann Doom 3. Und das Doom 3 ist so langsam im Vergleich zum ersten Doom. Das ist traurig. Und durch das Deckungsfeature wird das halt noch mehr verlangsamt. Weil du halt wirklich immer wieder Deckung suchen musst, dich heilen musst. Und ich weiß nicht. Dadurch wird das künstlich in die Länge gezogen. Ja, alleine das Ding ja auch, dass sich die Lebensenergie von selbst regeneriert, wenn du eine Zeit lang nicht beschossen wirst, das treibt dich ja auch dann dazu an, dich zurückzuziehen, abzuwarten, eine langsame Spielweise an den Tag zu legen, während du halt früher ja wirklich gehetzt wurdest von den Gegnern, schnelle Reflexe wichtig waren und auch belohnt wurden und du dann ja wirklich noch auf die Jagd gehen musstest, wenn du viel Schaden genommen hattest, musst du ja alles noch schnell abgrasen, dass du irgendwo ein Medipack dann gefunden hast. Ja, hier übrigens, ich hab ein Gegenstück gefunden. Wenn du Wett wirklich durchspielst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, werde ich für uns Duke Nukem Forever aufnehmen. Nein, ich mach nix in Richtung Wett. Ich hab's mir anders überlegt. Was willst du? Hast du keinen Bock, das zu kommentieren? Oh, ja, ich weiß du, nicht. Du willst nicht ernsthaft Duke Nukem Forever machen, oder? Vor allen Dingen ist dann die Frage, musst du das nicht nachgedacht, zensieren? Das nochmal zu zocken. Ja, ein, zwei Stellen, die ich zensiert. Ja, die ganzen Mädels, die da. Ich glaube, das habe ich nämlich schon in anderen Let's Plays gesehen, ja. Da muss man dann doch irgendwie zensieren, sonst YouTube. Mecker, mecker. Ja, ich habe auch meine God of War Let's Plays schon zensiert und alles, also das ist kein Problem. Ja. Aber du genug. YouTube bitte. Reagiert da leider so ein bisschen sensibel drauf. Ist ein amerikanisches Unternehmen, oder? Ja. Übrigens, die Deckung, hinter der ich mich da gerade verstecke, weiß ich nicht, ob man das schon gesehen hat. Das ist eine von denen, die man auch zerstören kann. Also, die ist. Ja, hat man vorhin gesehen, als du mit einer Granate geworfen hast. Ja. Die ist nicht allzu sicher da, aber keiner von den Jungs wirft eine Granate, von daher. Ja, solange die das nicht machen, würde ich auch dahinter bleiben. Ja, es geht hier noch. Später kommen Jungs, die haben immer eine Bazooka dabei. Und dann wird's übel. Solange die da noch nicht so. Wie bei Metal Gear Rising sind, weißt du, die stehen genau vor dir und die schießen trotzdem mit der Rakete. Ist ja die optimale Nahkampfwaffe, wissen wir ja doch. Ja. Ich hasse das, wenn Shooter das machen. Welle nach Welle nach Welle. Ja, also hier fängt das jetzt langsam an. Ja, das wird später noch mehr. Da
das nervt mich auch. Das hat mich aber auch genervt bei dem neuen Tomb Raider. Ich finde das Tomb Raider eigentlich ja nicht schlecht, aber wenn es dann zu solchen Passagen kommt, dann haben die das auch sehr gerne gemacht, wirklich tausende Wellen von Gegnern auf die Fetzen. Es ist so lustig. Oh, wir sind hier auf einer verlassenen Insel gestrandet. 5 Milliarden ja. Gegner kommen auf dich zu. Weißt du, wirklich? War die Insel wirklich verlassen? Wobei ich das Tomb Raider auch geil finde, also... Das hat ja, es ist wirklich gemacht. Nicht schlecht. Es macht auch Spaß. Aber jetzt kommt ja auch noch von der anderen. Natürlich. Natürlich. Das ist schreckliches Leveldesign. Tut mir leid. Aber das ist wirklich ekelhaft. Also. Und ich habe den auf den Kopf geschossen und er ist nicht tot. Also. Ja. Uncharted ist ja eigentlich Inspirator für das neue Tomb Raider gewesen, ne? Also Tomb Raider ja, und Uncharted. Was lustig ist, weil Uncharted halt vom klassischen Tomb Raider inspiriert. Genau, die haben sich gegenseitig befruchtet irgendwie. Das Uncharted 4, was jetzt angekündigt wurde letztens, ist dann wieder vom neuen Tomb Raider inspiriert. Wahrscheinlich. Man hat ja, gerade übrigens wieder gesehen, hier, das und muss erst Trophies. Ist es denn so quasi ein Prequel? Wo wir dann Drakes Reise mitbekommen, wie er zu dem Drake wird, den wir kennen. Genau, der hat am Anfang noch Angst vor dem ersten Feuergefecht, kämpft noch mit einem Bogen, den er sich irgendwie selbst zusammenbastelt und tut mir leid, Reh, ich will dich nicht töten. Ja, da hat's und dann das erste Reh dann töten muss. Da hat man gerade schön gesehen, wie ein Feind in seine eigene Falle gelaufen ist. Das fand ich ganz lustig. Ja. Diese Falle erinnert mich ein bisschen an Far Cry. Hang on, Elena. Mich an Far Cry. Ja, Far Cry und aber ein Spiel, was das auch noch früher gemacht hat, war, ich glaube, das allererste Turok sogar. Hat das auch schon gehabt, dass da irgendwo Fallen sein konnten. Dann war das dann noch auf dem N64 mit dem tollen Nebel und dann bist du da langgelaufen. Nebel 64. Auf einmal macht es Klapp und dann bist du in dieser Falle drin gewesen. Ah, das Turok hat aber auch Probleme. Weißt du, die Sprünge alleine. Du musstest ja wirklich über der Kante stehen, damit du da irgendwie die Sprünge geschafft hast, weil die so extrem präzise waren. Also ich habe das nicht allzu weit gespielt. Die Sprünge waren easy, wenn du mit der Karte gesprungen bist. Ja, du musstest halt mit der Karte spielen, aber das ist doch scheiße sowas. Ja, genau, du musstest die Karte immer drüber legen, damit du weißt, wie weit kannst du nach vorne laufen. Ja. Genau. Wenn du das wusstest, war das okay, aber... ja, ich weiß nicht, ich fand Turok irgendwie, ich hatte immer Spaß an dem Spiel. Ich finde es eigentlich schade, dass es mittlerweile komplett verschwunden ist, also beziehungsweise irgendwann mal so ein trauriger Versuch kam, das nochmal rauszuhauen, aber naja. Hast du das gespielt? Ich habe nur die Demo gezockt und die war ekelhaft. Von dem neuen. Ich habe auch die Demo gezockt und habe für mich entschieden, das kann nicht euer Ernst sein. Also ich habe die alten, sogar das, was war denn das Neueste davon? Ich glaube das Evolution oder so. Das habe ich auch noch ganz gern gespielt sogar. Ich habe das Multiplayer-Ding auf dem N64 gerne gezockt mit meinem Cousin. Mhm. Und den 2 habe ich auf dem PC damals gezockt und beliebt. Ja, ich habe eigentlich so gut wie alles davon gezockt. Ich habe 1 bis 3 und dann das Multiplayer-Ding und dann halt das Evolution. Also im Endeffekt habe ich 5 Teile gespielt und hat dann allen Spaß. Und dann gab es halt diesen neuen Versuch, wo ich die Demo gespielt habe und gesagt habe, okay, es ist tot. Hier ist das dann auch wieder, ne? Eine Welle nach der anderen. Vor allen Dingen musst du jetzt aufpassen, wo du langläufst, weil hier überall diese Scheißfallen stehen. Ja. Und ich hatte da keine Lust reinzulaufen. Weil das ist tatsächlich nicht so schön. Ja, man sieht ja schon da mit den Fallen und... Oh Gott, oh Gott. Ja, die sind überall. Du musst echt aufpassen. Hier ist jetzt, glaube ich, so ein Ding, genau. Da habe ich gedacht, naja, bist du mal schlau, gehst du dann oben drüber. Ja. Was aber, glaube ich, auch nicht so super toll funktioniert. Wobei man ja eigentlich meinen müsste, so eine erhöhte Position ist doch eigentlich toll. Oh, ja. Da hast du oben aber auch nur die eine Deckung dann gehabt, ne? Und da hat es mich nämlich getroffen, siehst du? Da war es nämlich dann zu weit. Eine Scheißfalle hat mich erwischt. Aber du bist auch genau da reingesprungen. Das war gemein. Du hast ja nicht wirklich eine Chance gehabt, da noch irgendwie rauszukommen aus der Situation. Ja, du musst halt wissen, wo die Dinger sind. Ich meine, teilweise sieht man sie gut, aber teilweise sind sie auch so ein bisschen versteckt. Ja. Ich versuche die halt irgendwie in irgendeiner Form vorher auszulösen. Und da hat es mich nochmal erwischt. Ja, die haben ja auch deine Deckung kaputt gemacht. Da konntest du ja auch nichts mehr machen, vernünftig. Vielleicht solltest du wirklich dann lieber unten kämpfen, statt da hochzugehen.
Ja, bloß die Gegner kommen halt erst, wenn du da eine gewisse Position eingenommen hast. Du musst ansonsten, wenn du unten umgehst, musst du zu nah ran. Aber jetzt mache ich das. Ja gut, es gibt doch bestimmt die Möglichkeit, du kannst einfach zurückgehen und die kommen dir doch bestimmt nachgelaufen, oder nicht? Ja, aber von beiden Seiten, deswegen. Ah, okay. Da ist die KI nämlich dann wieder schlau genug. Zack, da ist wieder eine Falle ausgelöst worden. Das finde ich auch schön. Also, dass die echt selbst da reinlaufen, das ist ja fein. Ich frage mich gerade, laufen die jetzt wirklich in ihre eigens gestellten Fallen? Das ist natürlich schon ein bisschen blöd, aber andererseits, gut, in Hitze des Gefechts kann das vielleicht auch mal passieren. Ja, wenn du die triffst, ne? Oh, du bist Kopfschussexperte und du sagst, du triffst nichts. Ja, wie oft habe ich schon daneben geschossen? Und wie gesagt, das sind ja halt Ingame-Trophies, ne? Weil die haben da noch nicht das Trophy-System von Sony unterstützt, weil das kam, glaube ich, erst später. Mhm. Ja, es kam erst später, aber ich weiß, wie gesagt, Metal Gear Solid 4 kam Mitte 2008 raus und das hatte auch noch kein Trophy-System. Richtig, und ich hatte überlegt, das nochmal zu spielen, um die Trophies zu kriegen, aber... Hast du dir mal die Trophies angeguckt? Ja. Die sind ja... Also, da brauchst du aber wirklich 50 Stunden für, um das zu packen, also... Nee, halt die Kämpfe. Das erinnert mich so ein bisschen, als Steam damit angefangen hatte. Ich hatte ja dann auch bei einigen Steam-Spielen gesehen, so von wegen, ah, guck mal, das war noch vor der Zeit mit Achievements. Ah, willst du das jetzt nochmal spielen, um dann Achievements zu holen? Da dachte ich mir so, bist du eigentlich bescheuert? Ja. Nur für ein Achievement jetzt das nochmal zu machen. Ja, ich hab's halt auch nicht gemacht. Ich sehe das nicht ein. Also nur für die blöden Trophäen spiele ich das Spiel nicht nochmal. Also. Nee, wenn ich das nochmal spiele, dann halt, weil ich Lust dazu habe, nicht für die Trophies. Genau, also das Spiel sollte der Motor sein, dass du das spielst und nicht dann halt ein Achievement, was dann am Ende auf deinem Konto dann halt angezeigt wird. Ich habe gedacht, schießt du mal drauf und löst die Falle aus, aber geht nicht. Das scheint nicht zu gehen. Was traurig ist, weil Metal Gear Solid 3 das geschafft hat. Und um auch mal hier ein bisschen Action reinzubringen, Resident Evil 4 hat das auch gepackt. Ja, das stimmt. Aber wir haben den Part mit den Fallen ja jetzt hinter uns hier. Oh, das schöne Sonnenschein. Das sieht tatsächlich gut aus, ja. Wobei es in Los Santos besser aussieht. Um mal wieder GTA zu erwähnen, ne, Maurice? Ach, was. Muss doch sein. Ich sehe hier noch keinen Grund, GTA zu erwähnen. Oh, das nächste Kapitel. Und du darfst jetzt diese ganz tolle Steilwand da entlang. Ja. Da geht's halt. Festung. Da geht's halt auf wie. Ja, jetzt bin ich aber gespannt, ob das jetzt wirklich eine Festung ist oder jetzt einfach nur noch so eine Überbleibsel, so einfach nur eine Mauer und dahinter ist nix. Jetzt kommt tatsächlich der Teil vom Spiel, der mir ja am meisten schlecht in Erinnerung geblieben ist halt. Weil das ist wirklich sau blödes Geballer und Trial and Error. Also du musst wirklich so oft dich da gegen Horden von Gegnern behaupten hier in dieser blöden Festung. Und die kommen halt wirklich von allen Seiten. Du hast manchmal keine Chance. Du musst es halt nochmal probieren und Dieses Seil oder die Liane konnte ich auf dem Video, wie ich das hier gerade angezeigt habe, gar nicht erkennen. Ja, ich auch nicht, aber ich bin davon ausgegangen, dass da irgendwas ist. Weil sonst wäre der Sprung, glaube ich, ein bisschen zu groß gewesen. Ja, das Video ist in 720p. Ja, ich habe das aber nicht so hoch laufen, weil... Ja, ich habe es auch nur auf 360p laufen. Das ging bei mir nicht. Ich guck's gerade in 240. Ja, immerhin nicht 144, ja. Nee, also ich erkenne noch alles. Es ist halt nur pixelig ohne Ende, aber ich erkenne alles. So, hier suchen wir mal wieder den Ausgang. Aber da ist ja ein offenes Fenster. Zufall, ne? Das sah jetzt gerade aus wie... Ich hatte im Moment die Perspektive irritiert. Ja, das sah aus wie so ein Blick wie in einem früheren Adventure. Ach Gott. Die Steuerung hatte ich. Ja. Ich habe gedacht, springst du direkt ab da und das war's dann. Hat er nicht mitgemacht. Weil da irgendwie ist es so ein... er ist halt nicht Icon der Prinz von Persien. Ja, es ist eine zweite Liliane da. Und jetzt hat er sie erwischt. Siehst du? Ah. Bei diesen Checkpoints, wenn du die erreichst, wird aber nicht irgendwie ein Icon oder sowas eingeblendet. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Nö. Da wird nichts angezeigt. Also das kriegt man gar nicht mit, wann so ein Save-Point erreicht ist. Okay. Ja, und jetzt muss ich da wieder an diese doofe Liane ran. Ich hoffe, er packt's, ja. Und du schaffst es normalerweise
wenn du an die Liane springst, direkt weiter zu springen. Aber das musst du natürlich dann genau timen. Ja. Ja. Weil eine Sekunde oder eine Millisekunde zu früh oder zu spät gedrückt, hast du verloren. Das fand ich immer so geil bei Prince of Persia, wenn du dann an diese Stangen gesprungen bist und du konntest dich entweder eine Zeit lang rumschleudern lassen und dann an die nächste, oder wenn du das Timing raus hattest, konntest du wirklich von Stange zu Stange zu Stange und das in einer irrsinnigen Geschwindigkeit. Und wenn das geklappt hat, habe ich mich immer wie der King gefühlt. Das war so geil. Ha, schönes Spiel. Prince of Persia ist geil. Ich habe das gern gespielt. Ich habe allerdings tatsächlich nur das Original erste gespielt damals. Das fand ich scheiße, by the way. Ich habe das auch gespielt als Kind. Ja, Moment, es ist halt alt, ja. Und dann jetzt das Cell-Shading-Ding und das letzte. Du hast nicht Sets of Time gespielt. Nein. Oh, also du hast wirklich das Beste verpasst. Oh. Ja, wieder habe ich das Beste verpasst, ich weiß. Also die Sense genau of wie Metal Gear Solid 3 war ja. Super. Also 2 und 3 sind nicht ganz so stark wie der erste, aber dafür haben die besseren Kampf. Und die gleichen sich, also die haben eine coole Balance deswegen. Der erste ist mehr Plattforming, der zweite ist mehr Kampf und der dritte ist so eine Mischung aus allem beidem. Und deswegen ist das so eine geile Trilogie, weil du halt immer einen anderen Schwerpunkt hast, was die Mechaniken angeht. Ja, das ist auch witzig, so dieser Verlauf von diesen drei Spielen. Ich meine, das erste, wie du gesagt hast, war mehr Plattforming, auch irgendwie noch relativ harmlos, möchte man schon fast sagen, was die Kämpfe angeht. Und der zweite war auf einmal hier mit Heavy-Metal-Musik, mit blutenden Sandmonstern, irgendwie ein bisschen abstrus. Und der dritte war dann auf einmal so eine Mischung aus beidem. Ja. Der zweite war auch extrem düster, der war schon fies. Ja, ich habe den zweiten gehasst wegen einer Sache. Du kriegst nur das richtige Ende, wenn du alle scheiß Brunnen findest. Und die habe ich nie gefunden. Weil du teilweise... Nee, ich hatte das Problem, mir fehlten nicht viele Brunnen. An einem bin ich vorbeigelaufen, habe dann realisiert, scheiße, hätte es in die andere Richtung gemusst, wollte zurück, aber dann ist die Tür zugefallen und ich kam nicht mehr zurück. Und dadurch, dass das auch noch ein Speicherpunkt automatisch dann noch war... Ich habe mich so geärgert. Ja, ich finde das echt schrecklich, weil wie gesagt, sonst schaltest du das richtige Ende nicht frei. Und das brauchst du natürlich, sonst macht dir Übergang zum dritten Teil keinen Sinn. Oh, ich hasse das, wenn Spiele dir irgendwie so ein Mist voraussetzen, damit du das richtige Ende siehst. Ja. Nee, stimmt, das war echt schade. Das muss ich auf jeden Fall auch zugestehen, ja. Hier ist das Kampfsystem auch noch relativ einfach. Ab Teil 2 haben sie es ein bisschen verbessert. Also im Sinne von, dass du mehr Möglichkeiten hast. Jemand von euch das Alles oder Nichts gespielt? Das James Bond Spiel? Nee. Jo. Das hat sehr ähnliche Mechaniken. Bloß, dass du für einen Third-Person-Shooter auch ein automatisches Zielsystem hattest. Ich habe das letzte James Bond habe ich gespielt hier mit Daniel Craig. Wie ist das? Das Legends? Nee, davor. GoldenEye. Nein, nicht GoldenEye. Also ich meine jetzt nicht die Remakes. Das Legends war ja auch irgendwie nur so ein Mischmasch. Davor gab's noch eins. Ja, aber das ist das letzte mit Craig. Tut mir leid. Ja, Entschuldigung, dann das. Ja. Ach, das. Ich weiß, welches Bloodstorm? Ich habe eine Ahnung, was du meinst. Wer hat denn das entwickelt gehabt? Das waren doch hier irgendwie die Project Gotham-Macher, oder wer hat das entwickelt gehabt? Ja, die waren das. Ich glaube, das ist das Bloodstorm. Ja. Ja, genau, das habe ich gespielt. Ja, Bloodstorm. Das war das. Das habe ich nicht gespielt, aber das sah immer ganz interessant aus. Es ist okay, finde ich. Ich fand das ganz gut, ja. Ich habe mal wieder nicht Alles oder Nichts gespielt, aber das... Ich glaube, das nehme ich irgendwann auf für uns. Das Alles oder Nichts, das hat so viele geile Sequenzen. Das kann leider Gottes nicht mehr übertreffen, habe ich das Gefühl. Nee, Alles oder Nichts war eine geile Steigerung, weil ich habe einige der Spiele davor gespielt. Oh, ich kriege die ganzen Titel nicht mehr zusammen. Das war doch hier Agent im Kreuzfeuer und danach kam Nightfire. Was? Nightfire, genau. Und da war doch noch irgendwas, meine ich. Nach Nightfire kam direkt Alles oder Nichts. Aber danach kam noch das Liebesgrüße aus Moskau. Ach nee, du meinst Rogue Agent. Ja, stimmt, das habe ich auch noch gezockt. Obwohl, ja gut, das war nicht so dolle. Granate. Ja. Aber das Rogue Agent habe ich mir, glaube ich, nur ausgeliehen. Das habe ich mir nie gekauft. Das ist auch scheiße. Ja. Ich habe sie noch alle hier, tatsächlich. Also ich habe alle James-Bond-Spiele der Gamecube, Xbox, PlayStation 2-Ära hier. Und das Rogue Agent ist das, was ich am wenigsten gespielt habe. Ja, ich habe auch nur mal ausgeliehen, reingespielt und festgestellt, okay, das kommt leider an die anderen nicht ran.
Ja, die haben das halt dreisterweise auch GoldenEye genannt. Mhm. Einfach nur, um die Verkäufe noch anzukurbeln. Das hat nichts mit GoldenEye zu tun. Also, der Charakter kommt vor, aber nichts halt mit dem Spiel GoldenEye. Was halt viele damit assoziieren. Aber hey, der Part ist zu Ende. Ja, ich mache jetzt, glaube ich, noch den letzten Gegner gleich kalt und das war's das. Gebäm. Okay, haben wir mit einer Explosion geendet. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Jo.